Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Jurassic World Evolution. In dieser Folge wird es brandheiß. Wir beginnen den Produkttransport. Das heißt, wir setzen den Baryonyx hier vorne in das leere Gehege. Wir werden diese drei Dinosaurier hier heute freilassen. Den Coritosaurier habe ich auch verkauft. Und sonst ist das ganze Ding eigentlich recht stabil. Ich werde die ganze Geschichte jetzt hier freilassen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, Friends, jetzt sind wir nun am Start. Wir lassen die ganze Geschichte jetzt hier frei. Es ist Teil einer Aufgabe. Ich habe die ganze Geschichte hier vorne verstärkt. Hier vorne haben wir nur noch das Tor. Und ja, wir werden jetzt hier drei modifizierte Dinosaurier ins Gehege freilassen, die überhaupt keinen Bock haben, hier zu sein. Überhaupt keinen Bock. Sozial, er schon wieder, ne? Ziemlich heftig eingestellt. Ceratosaurus, vielleicht hätte ich hier sogar noch mehr machen müssen. Da ist der zweite im Bunde, das ist der Ceratosaurus. Er hier ist sozial. Ich weiß nicht, ob er sich eventuell sogar mit dem Ceratosaurus verstehen würde. Aber wenn der andere Kollege gleich reinkommt, Mann, dann ist hier aber mal richtig Achterbahn. Ne? Wie ist mit ihm hier? Erzähl mir mal ein bisschen was. Oh. Lol, also der Cerato und der andere Kollege, die würden sich hier noch verstehen, oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Geborgenheit 100%. Ach, er mampft sich hier direkt eine Ziege. Auch nicht schlecht. Aufgabe hinzufügen. Nachschubanfrage, alles klar. Und wir haben die ganze Sache freigeschaltet. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. 325 safe, Mission Feldtest auch safe. Rufen Sie als Portorsin, um die Dinosaurier als Leihobjekt zu verschicken. Für den Export bestimmt. Also sollten wir unser allerbestes geben. Export? Eins, zwei, drei. Bereiten die denen nicht schon auf den Inseln ausreichend Probleme? Rufbelohnung. Carnotaurus. Zugriff auf das gefallene Königreich Fossilien. Sehr geil. Das bedeutet für mich, ich kann hier hingehen. Fossilien. 3 Minuten und wir haben den Carnotaurus, Alter. Und danach bleibt uns nur noch der Allosaurus, der Gigantosaurus, geil, und der Memenchisaurus. Gewährzugang auf Memenchisaurus-Fossil in der Grabungsstätte bei Ziljungbla. Krasses Teil. Okay. Ist natürlich heavy. Sonst nichts weiter am Start. Na toll. Na toll. Kannst du mal bitte Rainer Team Aufgabe hinzufügen? Heilen, heilen. Nein, ihr hier. Aufgabe hinzufügen. Heilen, heilen. Müll. Der darf mir hier nicht down gehen. Der darf mir nicht down gehen. Oh, gut. 28%, 41%. Junge! Warum ist das immer so knapp? Ja, Ziege. Ziege hat überlebt. Au! Hör jetzt auf, den zu essen, ich schwöre. Aufgabe hinzufügen. Er hat ja noch nicht mal irgendwas abgekriegt. Er ist schon voll angeschlagen. 74%. Oh, ein Glück. Ja, also muss ich das Transportteam rufen. Finde ich super. Der hier ist auch schon tranquilized. Und er schnappt sich erstmal noch lockerflockig die Ziege, bevor er down geht. Richtig heftig. Oh Gott. Okay, das Transportteam. Als Leihobjekt zu verschicken. Vielleicht muss ich erst warten, bis er hier... Es gäbe da einen Auftrag über ein Fleischwasserfossil. Ja, würde ich ganz gerne machen, Mann. Aber ich möchte mich jetzt erstmal hiermit beschäftigen. Transportteam. Leihgabe. L. Carnotaurus. Sorry, Leute. Das muss ich jetzt erst irgendwie erstmal nachgucken. Und schwupp. Ah, Mahlzeit, Freunde. Ich bin wieder am Start. Ich muss einfach nur auf R drücken. Dann wird er gar verliehen. Sehr schön. Und wo ist der letzte? Hallo?
Ach so, dösig. Wo ist der letzte? Einen habe ich doch noch. Hä, wo ist die Drecksau? Ach, da! Verleihen, Ceratosaurus. Burz! Finden Sie auf einer Expedition ein Fleischfresserfossil? Ich habe da gerade eben nochmal was reingekriegt. Ich muss erstmal gerade hier so. Was reingekriegt. Und zwar haben wir hier unten was freigeschaltet. In ziemlich Südamerika. Ich weiß gar nicht, was das ist. Argentinien, ja krass. Carnotaurus, meine Damen und Herren. Burz, Burz. Und wir kriegen wieder neue Fossilien an den Start. Wir haben hier 1, 2 mit 100.000. So, die fliegen gerade weg. Alles klar, hier vorne. Kommt nochmal der Ranger. Aufgabe 1, 2, 3. Und hier vorne ist unser Baryonyx, ganz wild. Hat auf jeden Fall ein ausreichendes Gehege hier hinten. Lambert hier. Alles wir ganz cool. Wir werden immer wieder zeitversetzte Lieferungen von Tieren auf die Inseln erhalten. Dr. Wu berichtet, dass einige von ihnen krank und okay. In schlechtem Zustand sind. Kümmern wir uns darum. Und bringen wir die Dinosaurier wieder auf Vordermann. Wir müssen es tun, bevor wir sie wieder auf den Inseln freilassen können. Okay. Erledigen Sie das und stellen Sie nicht zu viele Fragen. Und damit meine ich, Alter. Stellen Sie gar keine Fragen. Das ist ja mal mega behindert. Erwarten Sie die Rückkehr Ihrer Dinosaurier. Ich habe hier ein Gehege. Das sollte von jetzt an klar sein. Ich weiß nicht, wie ich es regeln soll. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich es regeln soll. Ich könnte theoretisch einen von den Dinosauriern mit dem Baryonyx da hinten reinsetzen. Oder ich könnte die hier alle drei drin betäuben, aber ich glaube nicht, dass es... Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, was das mit der Rückkehr hier auf sich hat. Wie es dann so laufen wird. Zur Vorsicht werde ich schon mal den Baryonyx verkaufen. Weil wir schauen mal auf die Bewertung, 137, das ist ehrlich gesagt gar nichts. So, der startet ja direkt von hier, das geht fix. Ansonsten, ja, müssen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen warten. Und dann werden wir sehen, was passiert, nicht wahr? Die Rückkehr meiner Dinosaurier. Ich kann eigentlich so gesehen gar nichts machen. Finden Sie in der Expedition ein Fleischfresserfossil. Gute Arbeit, Sie haben den Auftrag erfüllt. Hoffentlich wird uns das, was Sie mitgebracht haben, keine Probleme bereiten. Nein, wie könnte ein Carnotaurus Probleme bereiten? Ich würde hier gerne mehr Leute hinschicken. Es ist aber auch sonst nichts weiter los, ne? Hier habe ich nur noch Expeditionszentrum, hier nochmal Forschung und hier nochmal Expeditionszentrum. Aha, also wird hier unten der riesige Langhals nochmal an den Start gebracht, denke ich mal. Schon mal an den Start. So. Ja. Die Hälfte der Zeit ist rum. Das heißt, ich mache an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn... Okay. So, Leute, wir sind wieder am Start. Wir lassen den Dinosaurier transportieren. Ich weiß jetzt nicht. Oh. Okay. Krankheit eingedämmt. Rain the team. Unseren Profit ordentlich steigern. Who's ill? Krankheit eingedämmt? Ach so, weil der eine Dino jetzt hier ankommt, oder was? Oh, der Baryonyx ist noch betäubt. Transportteam. Hau den mal gerade weg. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Sorgen Sie dafür, dass die Bedürfnisse der zurückkehrenden Dinosaurier erfüllt werden. Wasser, Nahrung und den Kollegen heilen. Ich gucke mal gerade, ob es hier noch größer geht ein bisschen. Ein bisschen wenigstens. Ansonsten sehe ich da auch erschwatt hier. So, ein bisschen größer ist es jetzt. Produkt zugestellt. Produkt zugestellt. Okay, Ranger Team. Heil die Funds. Wer ist das denn? Das ist schon der T-Rex? Oh. Oh, der fühlt sich hier auch gerade so wohl, ey.
Ja, das ist wahrscheinlich verbaut, ne? Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. So, okay. Okay, Grasland ist schon mal okay. Wasser hat er auf jeden Fall auch. Es könnte klappen, dass der sich... Echt jetzt, Alter? Ein Sturm? Oh, nee. Aufgabe hinzufügen, betäuben. Ich muss den betäuben. Ich weiß nicht, wo der Sturm ankommt. Von wo kommt er? Oh Gott. So eine Pisse. Ja, ich muss den hier erstmal betäuben. Wenn er betäubt ist, mache ich das Gehege auch nochmal ein bisschen greater. Hier können wir auf jeden Fall auch noch einen reinsetzen. Das ist gleich gut. Ich weiß nicht, welcher jetzt gleich zurückkommt. Wir haben hier Gewinn aus Expeditionsverkäufen. Oh, shit. Ja, wir können ihn schon transportieren. Wir können ihn schon... Nein. 2 Minuten. Wir brauchen noch 2 Minuten. Was ist denn hier jetzt beschädigt, sag mal gerade? Das hier vorne. Ranger Team, bitte heile machen. Sonst noch irgendwas. Das hier bitte heile machen. Ich will den Tag nicht vorm Arm loben, aber es scheint ein relativ normaler Sturm zu sein. Wo ist jetzt hier der eine vom anderen? Oh, Carnotaurus. Ready to rumble. Okay, da ist er. Das heißt, ich kann hier mal locker flockig noch was aufreißen. Wenn das mal einfach so gesagt ist, ne, immer. So. Und jetzt schön abhusten. Ne, jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir hier sämtliche uns zur Verfügung stehenden Quadratmeter auch nutzen. Ach, guck mal, hier steht noch ein Stück Mauer. Das muss ich wegmachen. So. Alles klar. Der erste ist betäubt. Ist er immer noch betäubt? Der ist betäubt. Der liegt hier, ne? Der ist betäubt. Der fühlt sich nicht gerade wohl. Katze, kannst du mal gerade? Der fühlt sich nicht gerade wohl, aber das kommt wahrscheinlich daher, weil... weil wegen, ne? Das Essen und so. Hier vorne. Okay. Alles klar. So, der Ceratosaurier kommt zurück. Der kommt dann da rein. Ja, und was mache ich mit dem anderen? Matriacanthosaurus? Ich könnte was probieren. Ich könnte in der Tat was probieren. Dinosaurier transportieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier was wird, Leute. Ich kann es höchstens nur versuchen. Das wird ein Gehege ohne irgendwelche großartigen, naja, Geschichten, sag ich jetzt mal. Oh Mann. Hoffentlich passt er hier rein. Ich habe ja eben gerade nochmal geschaut und... Also, der YouTuber, wo ich das Ding hier ganz, mehr oder weniger durchgeschaut habe, ist auf jeden Fall nicht in der Lage gewesen, das Ganze hier so zu spielen. Oh, fuck, Alter, ich kann doch nicht mal Wasser hier hinbauen. Das heißt, der hat vorher abgebrochen. Beziehungsweise ist nicht gezeigt. Oh, hier ist Wasser. Produkttransport beendet. Oh ja, alles klar. So, Produkttransport beendet. Das heißt, ich muss hier rüber und den Kollegen heilen lassen. Ranger-Team, Aufgabe hinzufügen. Wie, der ist nicht... Der ist doch nicht mal krank. Nahrung hat er, Wasser hat er, alles cool. So, fehlt nur noch der Metriacanthosaurus. Richtig ausgesprochen, dankeschön.
würde sogar sagen, der braucht hier noch ein bisschen mehr Wood. Weil auch nichts hingeht. Ach so, ich entferne. So, und dann hoffe ich, dass der sich hier wohlfühlt. Das Fossilienzentrum umsetzen. Ich könnte das Fossilienzentrum versuchen, hier hinzusetzen. Aber ich möchte es nicht löschen, weil ich da so viel drin habe. 150 soll ich erwirtschaften. Ja, komm. Dann verkaufe ich diese beiden Sachen und schicke hier nochmal los. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Wasser braucht der Dude. Ja, er hier hat auf jeden Fall Wasser. Oh Gott, sei Dank. Ja, wir wollen gucken, ob es klappt. Wir wollen gucken, ob es klappt. Welche Station? Dinosaurier transportieren. Wo ist es? Hier vorne. Wutz. Krankheit eingedämmt. Ja, er ist auf jeden Fall krank. Ach, ein Tor brauchen wir hier noch, ne? Digi. Ich wollte gerade sagen. Das wäre aber auch jetzt übel gewesen. Hier ohne Tor. Okay, er ist erstmal drin. Das Ranger-Team ist hier auch sofort um die Ecke. Also falls irgendwas ist, ausbrechen. Und der ACU ist hier auch. Also das sollte eigentlich ganz, ganz easy laufen. Produkt wurde zugestellt. Schön behandeln. So. Lebendbeute, Futterstation. Komm, wir setzen ihm hier noch eine normale Futterstation hin. Ah, da rennt aber auch schon die Ziege, zack. Boah, Ranger, Alter, was geht? Dann machen wir gerade schnell. Wie ist es denn mit ihm? Ja, das Gehege ist zu klein, Alter. Das Gehege ist zu klein. Ich will es hiermit mal versuchen. Ob es so geht, eventuell. Aber ich denke echt, ehrlich gesagt, dass das nichts wird. Wo ist er denn? Nahrung. Da. Ah, ne. Nahrung und Wasser. Okay, er muss nur noch was trinken, dann bin ich safe. Mit dem Kollegen. Mit der ganzen Mission. Und letzten Endes auch mit dem... Ach nee, wir müssen noch eine machen. Aber ich glaube, ich lasse es auch in dieser Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich rausgeschnitten habe. Ich bastel das einfach jetzt in dieser Folge. Ich möchte in der nächsten Folge wirklich auf der nächsten Insel starten. Ich habe jetzt so keinen Bock mehr drauf. Ist ja auch nur noch ein ganz bisschen. Ne? Ich weiß nicht, danach kommt noch das Kraftwerk. Okay, aber das ist auch nicht viel. Das heißt, ich könnte theoretisch schon mal Aufträge, neuer Auftrag, Auftrag anfordern. Hier, von Kollege Schnürschuh. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Ein Upgrade. Das ist unser Job. Auf einen dieser Brutstättenteil. Auftrag unterstützt uns dabei. Brutstättenkapazität. Entfernen. Brutstättenkapazität. Boom. Ach, lol. Mission Feldtes. Gigantosaurus ist jetzt verfügbar. Gut, das können wir abhaken. Job nice. Erledigt. Sie haben das halbwegs gut gemacht und darum ging es hierbei. Ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen. Offenbar haben einige Dinosaurier seltsam unnatürliche Verletzungen. Wissen Sie zufällig was darüber? Oh, und wir haben jetzt hier heftig elektrischen Beton, Alter. Gute geil. Arbeit beim Bau dieser Gebäude. Jetzt müssen wir für ihre Sicherheit sorgen. Wo ist das Ding? Ach so, ich hab ihn betäubt, ne? Doch sie haben sich gekonnt darum gekümmert. Durch ihren Ruf bei der Sicherheitsabteilung haben sie sich eine Belohnung verdient. Was denn? Sammle Produkt ein. Was denn? Diese Gelegenheit ist gut. Könnte der... Nee, will ich nicht. Transportteam.
So, der wird erstmal verkauft und damit auch unschädlich gemacht. Was ist mit ihm hier vorne? Fühlt er sich wohl? Er fühlt sich wohl. Ja, er darf bleiben. So, ansonsten. Großes Kraftwerk. Ist auch, steht kurz bevor, ne? Geil. Extrahieren, extrahieren. Wir schicken... Oh, was haben wir hier? Gigantosaurus. Fett. Fett. Oh, wir können auch direkt losschicken. Wir haben ja zwei Teams. So, Freunde, dann würde ich sagen, holen wir uns hier nochmal kurz schnell einen neuen Auftrag von dem Kollegen. Die Verwaltung bitte, die Aufträge, neuer Auftrag, weniger als eine Minute. Komm schon. Dankeschön. George Lamper, please. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Dinosaurierbewertung bei 3. Langfristig wertvoll. What? Sein. Fürsorgestrafe müsste wegfallen. Authentizität. Okay, ihr wollt Authentizität, ihr kriegt Authentizität. Aufgabe hinzufügen. So, Ceratosaurus fühlt sich hier drin also wohl, hat er gesagt. Dann modifizieren wir hier erstmal eine kleine süße Runde rum. Hier nochmal Belastbarkeit. ...167er Bewertung... ...53, alles klar, ausbrüten. So. Die Dinosaurier, wie sieht's hier eigentlich aus? Der Galli ist eh... Abfall fast schon. Er kann auch ein bisschen. Aber nicht mehr mit seiner eigenen Art. Das heißt... Wen können wir denn hier reinsetzen? Können wir da überhaupt? Pff. Ja gut, Moment. Wenn der T-Rex... Guck mal, der fühlt sich hier nicht wohl. Aufgabe hinzufügen. Ihm bitte auch nochmal betäuben. Der kann dann auch weg. Gigantosaurus, Gigantosaurus. Carnotaurus, Carnotaurus. 320, ganz viel 200er, ein 360er, den können wir auch extrahieren, alles klar. So. Und die Dinosaurierbewertung von 3 Sternen, die kriegen wir jetzt nämlich ganz lockerflockig. Der Ceratosaurus wird verkauft. Da kommt gleich ein neuer rein. Und er greift schon an, ne? Das ist eine alte Funz. Ja, komm. Herausspaziert, herausspaziert. Zu nah am Dino, oder was? Oh, der sieht natürlich krass aus hier, ne? Der verstärkte Sound. Cool, ja, dann können wir ja hier. Bevor wir den gleich freilassen, können wir hier noch gerade mal einen rausbrüten. Und zwar, nämlich, unseren neuen Kollegen... Bewertung 152. Gehen nur modifizieren. Wollen wir ein bisschen dann rumbasteln. Eieiei. Wüstenmuster, Steppenmuster, Savanne, Tundra. Gehen anwenden für Tundra. So. Verteidigung brauchen wir gerade nicht. Wir nehmen mal Angriff. So, anwenden. Ausbrüten. Fossilienzentrum. Seid ihr wieder da? Grabungsteams. 1, 2. Alles klar. So. Ja, ich glaube, die Folge ist an dieser Stelle ein bisschen sehr weit ausgeschwiffen. Geschwiffen. Ich beende das Ganze an dieser Stelle. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen wechseln wir dann aber definitiv auf die andere Insel. Vielleicht machen wir hier noch einen ganz kleinen Tucken, dass wir diese Mission hier unten gerade erfüllen. Aber das ist ja eine Sache von, wie gesagt, 3 Minuten. So, ich verabschiede mich. Bis morgen. Vielen Dank. Tschüssikowski.